Erika, ich bin's, Heinz. Ja, ich weiß. Mein Gott, Erika, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ja, ne? Wirklich. Erzähle. Na, du, was gibt's da zu erzählen? Ich arbeite auf dem Fundbüro. Sag mal, es ist kurz nach dem Mittagessen. Hast du keinen Dienst? Ich meine, wann musst du im Büro sein? Na, heute überhaupt nicht. Heute ist Freitag. Na, das ist ja großartig. Heute ist Freitag? Wieso ist heute Freitag? Heute ist Sonnabend. Na ja, schon, aber für mich ist Freitag. Erika, verzeih. Gestern war Freitag. Nein, nein, Irrtum. Gestern war Diensttag. Erika, du musst entschuldigen, aber ich meine, fühlst du dich nicht wohl? Ach, ich merke schon. Na, du warst ja schon immer ein bisschen schwer vom Begriff. Also, nun pass mal schon auf. Wir haben im Fundbüro 2 Freitage und 2 Diensttage. Völlig unklar. Ja, wieso? Ich habe 2 Freitage, Dienstag und Sonnabend. Aha. Und Sonntag? Na, Sonntag ist Dienstag. Aber Erika, ich bitte dich, Sonntag hat doch jeder Mensch. Nein, nein, nicht jeder. Ich habe erst Dienstag meinen Freitag oder Sonntag, wenn du so willst, ne? Erika, ich habe mich so irrsinnig gefreut, dich getroffen zu haben. Und jetzt sagst du mir, am Freitag hast du Sonntag. Nein, ist ja völlig falsch. Freitag habe ich Dienstag, aber dafür habe ich Sonne am Freitag. Aha. Weißt du was? Nichts weiß ich mehr. Besuch mich mal im Fundbüro und dann erkläre ich dir das alles nochmal, ne? Wann? Na du, am besten, wenn ich Dienst habe, ne? Ja, zum Kuckuck, darum dreht sich's doch. Wann hast du denn Dienst? Und wann hast du frei? Dienstag und Sonnabend. An deinem Freitag habe ich ja Dienstag. Ruf mich mal am besten an einem Dienstag an und frag nach Fräulein Sonntag. Frage nach Fräulein Sonntag. Sag mal, dann soll ich nach Fräulein Sonntag fragen, warum? Ach, weißt du, wir wechseln uns ab. Wenn ich Dienstag habe, hat die Sonntag Freitag. Und wenn ich Freitag habe, hat die Sonntag Dienstag. Tschüss, mein Schatz, bis bald. Josef! Ein Service ist das hier. Jawohl, Chef. Wissen Sie, wo oft ich Sie gerufen habe? 4-mal. Aber entschuldigen Sie, ich habe nur 3-mal gehört. Hm. Ja. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee. Ja. Wie immer. Ja. Schön braun. Ja. Nicht zu hell. Ja. Nicht zu dunkel. Ja. Ja. Wo rennen Sie denn hin? In eine Farbenhandlung. Um auf Farben, oder? Ferner wünsche ich ein Brötchen. Ja. Kross. Aber nicht zu kross. Und, Ja. Zahnstocher. Zahnstocher, verzeihen Sie, entschuldigen Sie, wie wollen Sie den Stil? Wollen Rokoko, Biedermeier? Nun gehen Sie schon! Ja, ne? Und Sie können wirklich jedes Getränk erraten? Wenn ich es Ihnen doch sage. Aha, okay. Moment, bitte. So, was ist das? Das ist kein Problem. Doch gar nicht so einfach. Sehen Sie, na, versuchen Sie es nochmal. Schmeckt irgendwie merkwürdig, aber was ist es? Aller guten Dinge sind 3, versuchen Sie es nochmal. Ja. Oh, scheußlich. Es tut mir leid, ich gebe mich geschlagen. Sowas habe ich noch nie getrunken. Was ist das? Wasser. Du, sag mal, weißt du eigentlich, wer Gutenberg ist? Nee, wer ist denn das? Das ist der Erfinder der Buchdruckerkunst. Das habe ich im Abendkurs gelernt. Dann weißt du sicher auch nicht, wer Edison ist. Edison... Nie gehört. Das ist der Erfinder der Glühbirne. Das habe ich auch im Abendkurs gelernt. Du, sag mal, weißt du, wer Pussolski ist? Pussolski? Nee, wer ist denn das? Das ist der Mann, der immer bei deiner Frau ist, wenn du im Abendkurs bist. Weißt du, was die Kleine heute Nacht zu mir gesagt hat? Nee. Weißt du wirklich nicht, was die Kleine? Nee, was denn?
du weißt wirklich nicht, was sie heute macht. Hör auf, dreimal ist genug. Genau das hat sie gesagt. Zwei Doppelte. Können Sie meine Verlobungsringe hier brauchen? Nee. Diese Weiber. Alle nicht wert. Hat der Froschhammer auch immer gesagt. Froschhammer? So ein kleiner Dicker. Jetzt ist er tot. Der Froschhammer? Na, der war doch immer hier. Jetzt kommt er aber nicht mehr. Nee, wenn er tot ist, kommt er ja nicht mehr. Kann er ja auch nicht. War er krank? Nee. Ist er verunglückt? Teufel, wie kam denn das? Von der Leiter. Was, von der Leiter? Von einer Hohe? Von ganz oben. Was wollte ich denn da oben von der Leiter? Gardinen anmachen. Typisch, alt wegen die Weiber. Und nun kommt er nicht mehr. Nee, jetzt kommt er nicht mehr. Verheiratet? Die Frau ist reich. Ach nee. Nun, was hat er nur davon? Nichts. Nee. Ist sie sehr reich? Die hat drei Häuser und eine Bäckerei. Die Froschhammer? Sieh mal einer an. Drei Häuser und eine Bäckerei. Donnerwetter. Wird schon alt, die Frau Froschhammer? 45. 45? 45, drei Häuser, eine Bäckerei und volle Leiter. Wo wohnt denn die Frau Froschhammer? Birkenweg 3, Vorderhaus, eine Etage. Birkenweg 3, Vorderhaus, eine Etage. Zahlen. 5 Mark. Allerdings sagt man, das sei ja kein Unfall gewesen. Der sei ja nicht von der Leiter gefallen. Den soll seine Frau runtergeschubst haben. Zwei Doppelte. Scheißberuf ist das, Junge, Junge. Kohlrahm, schwarze Nacht, weiter nicht wie Kohlkörbe und Stacheldraht. Ja, ja. Oh, Mann. Guten Abend. Ja. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Wie spät? Hm. Ja. Ich habe noch 2 Zigaretten, dann ist es 3. Ja, halb, hier ist noch eine Kippe, 2:30. 2:30. Präzise. Sagen Sie mal, Sie bewachen doch hier das Treibstofflager der Bundeswehr. Was mache ich? Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, ich bin nämlich schwerhörig, wissen Sie, ein bisschen. Na ja, nur, wenn man Rentner ist und flott auf die 70 zumarschiert, da fehlt schon ein bisschen was an der Muschel, nicht wahr? Was denn Sie als schwerhöriger Endsechziger bewachen Sie hier ganz allein das Treibstofflager? Nein, nicht allein. Ha, ich habe nur einen Kollegen. Aber den schicke ich immer nach Hause, wenn es dunkel wird. Warum?
der ist nachtblind, sonst rennt er mir in Starre dran. Ich fahr mal reingelogen. Neues Glückwunsch. Also, ich will jetzt einen Hund. Ja, ja, hoch. Aber den lasse ich immer zu Hause, weil sie hier überall Rattengift ausgelegt haben. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, ja, ja. Wie sie jetzt zu fassen kriegt, der hat aber nicht zu lachen. Also. Ich sage, das ist alles unfassbar. Sie können nicht hören, Ihr Kollege kann nicht sehen. Wahrscheinlich hat der Hund auch keine Zähne mehr im Maul, was? Können Sie wenigstens sehen? Ich? Ja, sehen Sie da hinten den Hochspannungsmast? Das ist ein Hochspannungsmast? Dachte immer, es ist eine Rakete. Sehen Sie mal. Das ist mein Freund Rudi, er ist letztes Jahr, der mal so reinrennt ins Fahrrad. Da habe ich gesagt, Rudi, die sind aber leichtsinnig, lassen die mitten auf der Wiese eine Rakete stehen. Es ist ein Hochspannungsmast, das ist aber komisch. Mal was ganz anderes. Ja, bitte, was ist das? Ist Ihnen heute Nacht irgendwas aufgefallen? Nicht direkt, aber warum fragen Sie? Ich meine... Ich bin Major, hier ist mein Ausweis. Ja, lassen Sie stecken, Herr Major. Ich habe ja meine Lesebrille nicht mit, da kann ich überhaupt nicht ganz zeigen. Was wollen Sie? Ich war, ja. Aber warum fragen Sie? Mir fehlen 42 Fässer. Ja. Ihnen fehlen Fässer? 42. Oh. Haben Sie denn gar nichts bemerkt? Ja, ja. Ja, ja, natürlich, ja. Da kam ein... Warten Sie mal, das war so... Ich rieche aber nach Zigaretten. Ich hatte noch 4 Zigaretten, da war es 12. Mhm. Das heißt, nein, Moment mal. Ein paar Züge waren an der 500, also 3/4 12, können wir mal sagen, nicht wahr? Mhm. Da kam ein netter Herr... mit einem LKW drauf zugefahren, direkt aufs Tor, und hat mich gefragt, ob ich so nett sein wollte und netterweise mal das Tor von dem Treibstofflager aufschließen. Ja, und dieser nette Herr, hat er sich ausgewiesen? Hat er aber gar keinen Sinn. Ich hatte ja meine Lesebrille nicht mit, das habe ich ja schon 3-mal vermeldet. Ja, und Ihr Kollege? War schon zu Hause. Aber jetzt weiß ich, ich habe ihn gefragt und fragte, ob auch alles seine Richtigkeit hätte, hat er gesagt. Ja, hätte alles seine Richtigkeit. Sind Sie reingefahren mit dem LKW und haben 45 Fässer aufgeladen, haben gesagt, die Fässer brauchen Sie in Frankreich, die wollen wir dann Fass aufmachen oder so, habe ich mir schon gesagt, sagte er auch, nicht wahr? Und dann habe ich auch nachgezählt, da soll ja alles seine Ordnung haben, muss bei mir so 43, 42, 45, 44, ja. Also, dass ich nicht denke, ich kann nur bis 3 zählen, also Moment, Herr Major. Moment, warum 45? Mir fehlen doch nur 42. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Natürlich, eine halbe Stunde später kam der nette Herr zurück mit dem LKW und 3 Fässer. Hat sie abgeladen und gesagt, die können wir behalten, die brauchen Sie in Frankreich nicht zu verstecken. Nicht zu verstecken? Nein, da wäre kein Gift drin. Na, ist was? Gehören Sie hier dazu? Sieht aus wie ein Auto. Wollen Sie etwa ihn von den Karren kaufen? Naja, eventuell. Na, dann pfeifen Sie mal auf 2 Fingern, dann kommt der Chef. Kann ich nicht. Na, dann pfeifen Sie doch ganz normal. Na, so kommt der nie. Chef! Bin schon da! Kennen Sie den? Da sagt einer, ich hab einen alten Van Gogh zu verkaufen. Sagt der andere, was macht der Spitze? Gut, wa? Sie haben also nicht nur alte Autos, sondern auch alte Witze. Genau, der Untersatz, auf den Sie gerade gezeigt haben, ja, der ist von einem Bastler. Der hat einen Opel-Motor genommen, die Karosse von VW, Räder von BMW und die Bremsen von Mercedes. Wissen Sie, was er gekriegt hat dafür? 6 Monate wegen Diebstahl. Das ist gut, ja? Ah, ja. Meine Güte, der ist hier aber alt. Ja. Sag mal, für den gibt's Ersatzteile wohl nur noch im Völkerkundemuseum. Gehen die Bremsen noch? Opa, ganz erstklassig. Als der Besitzer einmal etwas hart gebremst hat, lag alles vom Kofferraum vorne im Handschuhfach. Was denn, ein Rechtsgesteuerter? Das ist der erst nach dem Unfall geworden. Aha. Und keine Kotflügel? Doch, liegen auf dem Rücksitz. Und der fährt noch? Na, aber sich allemal, 1:1. Verbraucht genauso viel Öl wie Benzin. Ist nichts für mich. Nee. Und der hier drüben? Meine Güte, der ist aber flach. Oh. Bei dem steigen sie am besten vom Gulli aus ein. Auch nicht mehr ganz neu. Der drosserne Polster ist bereits schneeweiß. Und auf den Scheinwerfern trägt er schon eine Brille. Leider. 4 Dioptrien. Hier, etwas ganz Originelles, ja? Bunte Postkarten unter der Karosserie. Oh, tatsächlich? Ja. Und wozu? Wenn Sie mal jemand überfahren, kann der sich so lange die Bilder ankicken, bis die Polizei kommt. Ja. Und hier? Das hier ist unser Modell Storch. Kenne ich, weil es so schön klappert. Und
Was sagen Sie denn nur zu meinem Elektroauto? 12.850 Mark. Das ist ein Wahnsinnspreis, Mensch. Der Wagen kostet ja an und für sich nur 850, aber das Elektrokabel ist so lang. Gut, wa? Ich hab gehört, die Industrie baut ein Auto in 80 Sekunden. Ja, so ein Ding hab ich auch da. Kostet 600, ja. Und nur ein Teil macht kein Geräusch. Sicher die Hupe. Genau. Bei der Gelegenheit hätte ich mal eine Frage. Na, Phrase nur. Wenn sich's um Autos dreht, ich weiß alles. Ja. Wissen Sie, welches Rad sich in der Linkskurve am wenigsten dreht? Na klar. Das hintere linke Rad. Stimmt nicht. Aber da halte ich doch jede Wette. Ich wette um diesen Straßenkreuzer. Top. Hä? Gemacht. Das Rad, das sich in der Linkskurve am wenigsten dreht, ist das Reserverad im Kofferraum. Sie werden entschuldigen, meine Damen. Welches Waschmittel kaufen Sie? Ich? Ich kaufe nur Wusch. Oh. Und Sie sind zufrieden mit Wusch? Ja, also früher, da habe ich ja mal... Aber bitte, bitte, keine Namen. Ja. Wie tausende kluge Hausfrauen kauft sie also nur Wusch. Würden Sie Ihre Packung Wusch gegen diese doppelt so große eines anderen Waschmittels tauschen? Nee. Aber ich biete Ihnen statt dieses einen Paketes Wusch einen Nerzmantel. Na? Nee. Aber liebe Frau, ich biete Ihnen ein Einfamilienhaus an der Stadtgrenze. Geben Sie mir dann Ihr Paket Wusch. Auf keinen Fall. Eine Hochseejacht. Nein. Meine Damen und Herren, da können Sie mal sehen, wie dämlich Wuschkäufer sind. Guten Tag. Tag, nehmen Sie Platz. Sie haben ein Anliegen? Nein, ein Kind. Wie bitte? Ich bin der Vater. Gratuliere. Wieso? Es ist doch selbstverständlich, dass ich der Vater bin. Meine Frau und ich, wir führen eine sehr gute Ehe. Da wäre es doch merkwürdig, wenn ich nicht der Vater wäre. Verehrter Herr, vermutlich sind Sie gekommen, um Ihr Kind hier standesamtlich anzumelden. Richtig. Name? Gottlieb Schmidt. Beides mit Doppel-T, wie Otto. Schmidt. Mit Doppel-T. Wie Otto. Und wie soll das Kind heißen? Gehen auch Doppelnamen? Es geht alles. Es ist ein Junge. Wie soll er heißen? Ich warte. Sehr gut. Ich habe wenig Zeit. Sehr gut. Hören Sie, das ist hier ein Amtszimmer. Hier werden Vorgänge bearbeitet. Ich bin nicht nur für Sie da. Sehr gut. Hören Sie jetzt auf damit. Ich will den Namen Ihres Kindes wissen. Aber ich sage es doch dauernd. Sehr gut. Mein Sohn soll sehr gut heißen. Sehr gut? Ja. Das geht nicht. Sie haben doch gerade gesagt, es geht alles. Sehr gut, Schmidt. Warum geht das nicht? Das ist kein Name. Warum nicht? Der Name Schmidt kommt zwar häufiger vor, aber so schlecht... Ich habe gesagt, dass sehr gut Schmidt nicht gut ist. Man kann doch ein Kind nicht sehr gut nennen. Wie hört sich denn das an? Sehr gut? Nein, ganz und gar nicht. Wir erschweren Ihrem Kind das spätere Leben. Im Gegenteil... Sie müssen das mal logisch durchdenken. Wenn er in die Schule geht zum Beispiel, der Lehrer verteilt die Zeugnisse und ruft, sehr gut, Schmidt. Oder er sagt, sehr gut, Sätzen. Sogar wenn er ihn aus der Klasse schickt, weil er was ausgefressen hat, muss er sagen, sehr gut, Schmidt, du gehst jetzt hinaus. Doch alles Humbug! Eine Lebenshilfe ist das. Was erklärt ein Generaldirektor seinem Personalchef, wenn er einen neuen Abteilungsleiter sucht? Der Mann muss sehr gut sein, erklärt er. Merken Sie was? Ich merke nichts mehr. Ich schon. Auch im Privatleben wird es mein Sohn leichter haben. Erste Liebe, erste Berührung. Wie reagiert ein junges Mädchen beim ersten Mal darauf? Klaus-Dieter ruft es. Was? Ja, aber was geschieht, wenn mein Sohn einen ersten vorsichtigen Kontakt zur Bluse seiner Liebsten sucht? Sie sagt, sehr gut. Furchtbar, diese Hotels. Das dauert ja eine halbe Stunde, bis die Wanne hier endlich mal voll ist. Ach, bei mir zu Hause, da ist... Um Himmels Willen. Ach, im Büro müsste noch jemand sein. Ach,
Der Zweitschlüssel für meine Wohnung, der liegt ja auch im Büro. Ach, wahrscheinlich lackiert die Wackernagel wieder ihre Nägel. General Impex, Sie wünschen? Hier spricht Ostermeier. Herr Ostermeier, ich verbinde. Nein, ich bin es ja selbst. Ach, und das Wasser läuft und läuft. Mit wem wollten Sie sprechen? Mit niemandem. Warum rufen Sie dann an? Jetzt hören Sie mal zu, hier spricht Ostermeier. Nein, Herr Ostermeier spricht nicht. Er ist gar nicht im Büro. Ja, natürlich nicht, er ist in München. Ich telefoniere, damit Sie etwas für mich erledigen. Warum verlangen Sie dann Herrn Ostermeier? Ich verlange ihn ja gar nicht. Das wäre auch nicht gut möglich, er ist in München. Ich weiß, dass ich in München bin. Sie auch? Warum rufen Sie ihn dann nicht in München an? Das ist viel billiger. Aber verstehen Sie denn nicht? Ich will nicht mit Ostermeier telefonieren. Dann besuchen Sie ihn doch in seinem Hotel. Fräulein Wackernagel. Sie kennen mich? Klar kenne ich Sie. Sie sind die Telefonistin, die dauernd ihre Nägel lackiert. Wieso? Das können Sie sehen? Natürlich, die Farbe steht Ihnen nicht. Und jetzt hören Sie mal gut zu. Ich habe in meiner Wohnung das Badewasser laufen lassen. In München? Nein, in Berlin. Ich denke, Sie sind in München. Ja, ich bin in München, aber meine Wohnung ist in Berlin. Gott, wie unpraktisch. Ich wohne doch in Berlin. In München bin ich nur geschäftlich. Und in einer Woche bin ich wieder zurück. Und da lassen Sie jetzt schon das Badewasser einlaufen. Fräulein Wackernagel, hören Sie zu. Sie gehen jetzt in meine Wohnung. Na, Sie sind vielleicht ein Schlimmer. Herr Gott, ich bin doch gar nicht da. Was soll ich denn dann da? Fragen Sie doch nicht so blöd. Sie sollen das Badewasser abstellen. Wo? Im Treppenhaus. Im Badezimmer natürlich. Wo? Ich meine, wo wohnen Sie? Bismarckstraße 39. Na, so ein Zufall. Wieso? Ich kenne jemanden, der dort wohnt. Wen? Herrn Ostermeier. Ja, ich wohne dort. Sie auch? Hier ist Ostermeier. Bei Ihnen ist er. Und uns hat er gesagt, er ist auf einer Geschäftsreise. Fräulein Wackernagel! Moment bitte. General Impex, Sie wünschen? Nein, Herr Ostermeier ist nicht da. Er ist auf einer Geschäftsreise. Wer spricht da bitte? Was? Tatsächlich? Ja, das ist ja furchtbar. Ja, ich werde es Herrn Ostermeier ausrichten, natürlich. Auf Wiederhören. Hallo? Fräulein Wackernagel, Sie gehen jetzt sofort in meine Wohnung. Das ist nicht nötig. Doch ist es nötig, das Wasser läuft. Nicht mehr. Wie bitte? Die Feuerwehr hat es abgestellt. Die Feuerwehr? Ja, die Wohnung drunter ist schon abgesoffen. Ach, du großer Gott. Ach, du Liebe!